Ja, dann suche ich jetzt einfach. Geh mal durch den Fronteingang. Ja, das geht. Das geht. Das geht nicht. Oh, eine Schaukel, Schaukel, Jörg, Schaukel. Schaukel, Jörg. Ich Schaukel, durfte Jörg. dafür nicht mehr den Kopf stoßen. Ja, im Sitzen noch nicht. Du würdest eher die Beine abbrechen. Lach nicht. Wieso nicht? Sag ich einfach. Ja, Geh cool. halt doch mal auf mich. Aber das ist doch kein Wurm. Naja, für manche schon. Du haust die aber raus. Mit KW. Käffchen. Polly, hab da in ihrem Zimmer rumgestöbert. War ein Bild mit auf dem Tisch. Kannst du das übersehen? Das freut mich auch. Hi. Oh, Mr. Morgen, was kann ich für Sie tun? Ich habe einen Knochen richten. Knochen. Brauchen Sie noch einen? Kannst du mal fragen, ist das Ihr Mann? Polly, about this picture. Oh, that's me when I was young. Well, that's that. Tell me more about it, Mr. Morgan. Oh, nothing. Forget it. Oh, it brings back memories. There was a Miss Greenvale contest in Bitte town, rennen. and I was so young and daring. I entered the contest, you see. It's embarrassing just thinking about it now. There's nothing to be embarrassed about. Oh, ich wurde letztens von 300 You Menschen look beautiful in mit this picture. Skorpionswunde Yes. And the food was just wonderfully delicious. So, Polly, where's the trophy? Oh, Mr. Morgan, I never said that I became Miss Greenvale. There were no trophies for second place. You mean this pretty girl in this picture was second place? So who won first place? Are you serious, Mr. Morgan? It couldn't be more obvious. It was Sigourney. Sigourney? The lady with the pot? Now she was beautiful. All the men in town were crazy about her. Well, of course, aside from my husband, that is. Look, you should quit smoking, Mr. Morgan. That's right, Polly. Well, thanks for bringing back such a wonderful memory. I can't give you this picture, but please take this instead. Hat doch ein Nacktbild von mir damals. Polly's Pfeffer. Now that's one story I won't be forgetting for a while. Die Schönheit Claire. Das war ja eine tolle Belohnung. Naja, wir haben unsere erste Mission, glaube ich, jetzt geschafft, ne? Das ist richtig, ja. Erste Nebenmission. War eine sehr schöne Mission. Nicht? Nee. Deine Stimme ist ein bisschen hochgerutscht gerade. Was? Nee. Tja, das war jetzt eher. Ja, vielleicht haben wir schon 11. Ja, Oh, guck bestimmt. mal, der Katzenwels wieder. Hat sich immer noch nicht rasiert. Das ist Der 11. Wunderbar. Geschafft. jemand hat mein Auto geklaut. Ah, da hinten. Da hinten hat er es geklaut. Warum du das funktionierende Auto daneben dran nicht nimmst, weiß ich zwar nicht, aber du wirst schon recht Weil ich haben. nicht wusste, welches von den beiden das funktionierende Auto ist. Deswegen steige ich jetzt wieder aus. Du stehst wieder am Eingang und weißt es wieder nicht. Vermutlich. Wen vermutest du? Licht. Den kann ich nicht. Stirbauto. So hast du gar. Also der rechte ist auf jeden Fall vollgetankt. Ist richtig, aber der hier ist schneller. Er ist Schneider? Hi, Schneider. Schneiderstreife. Schneiderstreife. Da wunderbar, 100, 100, 99, 100, verdammt, ich bin schon 1 Meter zurückgefahren. 98, 97, 96, 95. Ist das überhaupt für ein Tank? Sind das so? Ist das ein 5-Liter-Tank, den die da drin haben, oder wie? Gluck, gluck, gluck. So voll getankt. Bei den Polizisten ist überall der Tank 850. angebohrt. Das ist kein Außenspiegel mehr, oh doch. Das war aber, warum hält der so gut? So, wohin jetzt? Wo denn jetzt? Nun, man könnte da nochmal zum Erdfleck gehen oder Ach, da das ist unten. hier. Was? Hierhin? Ja, ich dachte, da ist ein Kabel. Ja. Ich suche gerade irgendwie noch nach, Ja? nach Knochen oder irgend sowas. Frag doch den Hund. Yes. Du wirkst glücklich. Yes.
Da kann aber relativ viel noch versteckt sein, ne? Wow, der Weg sieht auch sehr, sehr abgelegen aus. Oder der, der führt dahin und dann nach oben, links, noch weiter links. Wir wohnen da. Ach, der Harry. Oh, da waren wir auch noch nicht. Forest Park in Greenway. Ah, da, guck. Oh, okay. Also müssen wir eigentlich nur die Schlangenlinie folgen, nachdem wir von da unten losgefahren sind, weil wenn wir auf die Straße kommen... Was ist denn das für ein Symbol? Links oben? Wo denn? Da. Was ist das? Ist das ein Friedhof? Das sieht aus wie ein Notizzettel oder sowas. Interessant. Wo sind wir denn jetzt? Ah, okay, da sind und wir. Geradeaus. Dann da hoch, dann hier rüber. Ja, okay. Und dann dahin. Okay, machen wir erstmal so. Also erstmal stumpf geradeaus fahren und dann links durch den Tunnel. Genau. Ist doch schön, haben wir eigentlich gut das geplant. Und dann, wenn wir alle Sachen fertig haben, müsste schon drei sein. To recap, the movie was the fourth sequel in a series that started in 1978. That's right. Indiana Jones. Ja! Superman. Super Indiana Jones. The Quest for Peace. Lex Luthor was back. Was played by Gene Hackman. That alone made it a must for all us fans. I don't remember much more about it, though. I'm sure there was more trivia about it. Still, forget four. Richard Donner directing one and two. Now those two were great movies. Christopher Reeve really shined as Superman. Actually, Zach, I've got a confession to make. Promise not to tell anyone because I'd be really embarrassed. I actually like the first two Superman movies more than the first two Star Wars movies. I think John Williams did a better job with the theme song for Superman. But whenever I try to hum it, it always turns into the Star Wars song somewhere along the way. I know it's strange, Zach. I know. So, Zach, which Richard Donner film do you like the best? Ja, Superman 2 war. Take some time and think it over. Musst du hier rüber? Dachte auch gerade. Yep. Map. Map. Matt. Lecker Matt. Mit Zwiebeln? Ja. Aber nicht viel. Und nur kleine Stückchen, nicht diese fetten Ringe oben drauf, die hasse ich. Wieso? Weil die zu viel sind. Ach, lecker. Wenn du die in Spaghetti einsaugst, dann schmeckst du noch Zwiebeln. Du saugst doch keine Spaghetti bei Matt. Aber Matt-Ringe. Halt mal da an. Ich brauche eine Pause. Ja. Sind wir schon an der Stelle? Ja, ich warte gerade darauf, dass das Symbol hier erscheint. Noch ein bisschen weiter aus. Weiter aus. Aber die Karte ist so gewachsen. Vielleicht nur auf die fette große Karte. Vielleicht ist man so da. Ich glaube, das wird hier einfach nicht angezeigt. Voll Switz. Und anlastig. Ja, ja. Sind tatsächlich schon vorbei. Hä, was ist denn das denn? Ich hätte immer noch gesagt, das sieht aus wie ein Grab. Ein Friedhofsgrab. Friedhofsgrab. Miep. Muss dann jetzt direkt hier sein. Ah, vielleicht meinen die den Briefkasten da. Das wäre interessant. Was? Das ist jetzt nicht euer Arzt, oder? Schauen wir doch nochmal auf die Karte. Können wir uns dann so einen Quick-Slot geben für die Karte? Hm? Ne, guck, da rechts ist es. Ja, aber das war doch gerade eben noch hier. Emilys Haus. Hä? Ich würde jetzt nicht dafür einsteigen. Du könntest aber auch eigentlich einsteigen, weil du eh schon da bist. Da ist das Auto wieder weg. Haus an der Ecke. Also hier. Da, das rote. Mhm. Bin mal gespannt, was das einem sagen soll. Mhm. Eigentlich dürfte die ja gar nicht zu Hause sein, die hat ja noch Dienst. Mhm. Geschlossen ist ja auch. Aber das Auto ist da. Dam, dam, dam. Warte mal. Hm. Ach, oh. Guck an, Sigourney hier, die Topflady. Hey, Sigourney. I'm glad you're here. My pot. It's getting cold. Please, let's get going. Could you explain what you're talking about?
What are you rambling on about? My pot's getting cold as we speak. Hurry, hurry. Zach, I guess we're going to have to drive her home. But I wonder what happens when her pot gets cold. Der kalte Topf 1. Das ist doch so ein Klassiker, ne? Ups. Hab den Film geliebt. Now, get the car going. Der war My ganz house is over by the lake. 3, 2, 1, go! Crazy Taxi? 2. Ne, 1, stimmt. Stand ja da. Ja. Das ist der DLC. Crazy Taxi, der kalte Topf. Wir bekommen übrigens nicht angezeigt, wie lange das dauert. Wie lange es dauern darf. Why aren't we there yet? Could you step on it? If we go this slow, my pot is going to get cold. Auf einmal mag ich das Spiel viel mehr. Sympathische Charaktere sind immer sympathisch. Hä? Sind wir schon fast da? So aus, geh weg. Das war ein spannendes Spiel. Ach, hier wohne ich ja gar nicht. Why aren't we there yet? Could you step on it? If we go this slow, my pot is going to get cold. Haben wir die jetzt erschlagen? Jetzt kommt gleich nur der Topf rausgelaufen. Mit einem fetten Grinsen. Oh, thanks to you, my pot is still warm. I'm glad to hear that. Don't get so excited, will you? Keep your voice down. What, are you going to tell me a secret? The pot knows everything. 1:1 Twin Peaks. Here's all. If you can't find the person you are looking for, you need to look at things from a different angle. There is only one truth, but more than one is always visible. Like cooking a stew. Mix things in and wait for it to boil together. Just make sure it doesn't get burnt. And keep an eye on it. You have to gently mix it sometimes and wait until it's ready. Listen carefully. The best stew is a stew that is boiled slowly. Yeah. Oh my! My pot is getting cold again! Did you have to talk so long? Oh. Ja. Hurra! Okay. Können wir jetzt in ihr Haus reingehen? Bitte nicht. Vielleicht. Nee. Oh. Miserdies. Metal-Version. Miep, 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 miep. Irre oder was? Rechts vor links. Mir Spaßt. Egal. Du meinst, spaßst du? Spaßst du mit deiner Fahrkunst? Du fährst jetzt wieder weg von da, wo wir hin wollten, ne? Nee, ich fahr gerade dahin. Fährst du wieder zurück, wo wir herkamen? Nee. Ich fahr in die Richtung, die wir fahren wollen. Das andere wäre der Strand, da kommen wir her. Aber ich mag Strände. Strand. Wir sind auf der Haringway Street, was? So, jetzt müssen wir nämlich irgendwo hier abbiegen. Gott, sind da viele Sachen. Da war eine neue Nebenquest. Da, das ist das. Ja, aber da links ist noch eine neue Nebenquest. Also Zettel. Das ist ein Zettel of Doom. Ja, aber ich würde zuerst jetzt gerne den Knochen holen. Ja, okay. Hier entlang einfach nur geradeaus. Du bist am Knochen schon vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob es hier reingeht. Ja, geht jetzt gut. Dann brauchen wir einfach nur geradeaus fahren auf der Straße. Mhm. Man könnte vielleicht noch da rechts halten und da noch zu telefonieren, damit das gesaved ist. Okay. Alter, was macht ihr hier? Sag mal. Seid ihr bescheuert? Das Auto ist relativ stabil gebaut. Für 2 krasse Unfälle, die wir jetzt hatten, 96% ist okay. Komm mal mit ihm. Jawohl. Was? Ich glaube, da rechts waren die Telefone. Zu Ulpen. Jetzt zu Ulpen. Das war der falsche Dinger.
Wir müssen nochmal drei Töne von uns abgeben und dann von uns geben. Ja, von uns geben ist ein deutsches Wort. Und dann ist der nächste dran. Töne von mir geben mache ich grundsätzlich nie in Aufnahmen. Mm-hmm. Hm. Drei.